Ja, ihr Lieben, einen wundervollen, wunderschönen Freitag oder ein wundervolles Wochenende wünsche ich euch. Kommt drauf an, wann ihr dieses Video sieht. Freunde, Feinde und die, die ihr noch am Überlegen seid. Ich möchte heute mit euch ein wichtiges Thema sprechen, was ich vor ungefähr ein halbes Jahr schon mal angesprochen habe. Und zwar geht es darum, dass ein Bruder geschrieben hat, ja, Muslime werden ja wahrscheinlich jetzt auch die Ausrede nehmen, dass das mit dem Hundetöten, dass es ja wahrscheinlich ist, dass man Mohammed gedacht hat, dass die Hunde so eine Empfindung haben für Geister oder für böse Menschen, gute Menschen, dass sie da so einen höheren Sinn haben oder sowas, ja. Das habe ich gesehen bei einem Christian Prince Video. Da hat Christian Prince jetzt vor kurzem, ich gucke ja sehr viel Christian Prince, ihr wisst das ja. Und da hat Christian Prince auch das gemacht. Und da habe ich gewarnt, dass ihr immer aufpassen müsst auf das. Immer auf die Quellen des Islams berufen. Ja? Weil ihr könnt immer, ich habe das schon mal in Videos gemacht, habe ich auch schon mal gesagt, wenn Atheisten, Muslime wirklich so schlau wären, hätten so viele Kritikpunkte, die wir Christen ja, gar nicht beantworten könnten. Weil wir darüber noch nicht mal Gedanken gemacht haben. Lasst mich euch ein Beispiel geben. Wir sollen ja nicht hochbauen, ja, uns einbilden, hoch zu Gott gehen. Ja, warum geht Jesus dann auf den Berg? Warum sollte Moses immer auf den Berg? Habt ihr die Antwort? Ich erzähle euch ein bisschen, ja, und am Ende gebe ich euch die Antwort. Ja, das ist, was ich meine. Wenn Muslime oder Atheisten wirklich so schlecht werden, so intelligent werden, jetzt mal so ein einfaches Beispiel. In dem anderen Video habe ich auch schon mal ein Beispiel gegeben, was ein bisschen härter ist, ja. Wenn sie wirklich nachdenken könnten, dann würden sie sagen, wieso muss Jesus den Berg hochgehen? Sagt ihr nicht, Gott ist omnipräsent? Warum muss er den Berg hochgehen? Ja, ich gebe euch mal ein bisschen Zeit mitzudenken, vielleicht kommt ihr darauf, ja? So. Versteht ihr, was ich meine? Das ist das Problem. Wenn wir den Muslimen, ja, er hat noch gesagt, der Bruder, ich sage ja nie Namen, das wisst ihr ja, ist auch nichts Böses, das war einfach nur eine Frage von ihm, es geht überhaupt, ja. Und ist auch gut so, weil so können wir nämlich voneinander lernen und wissen, was wir falsch tun, was wir nicht falsch tun sollen. Ja, und was wir halt eben richtig tun sollen. Und er meinte, dass Nietzsche das auch sagte, ja, dass Muslime das so sehen, weil die Hunde, ja, also dass Mohammed die Hunde töten wollte, weil die halt eben, ja, so einen komischen Sinn haben. Ja, Mohammed das wohl gestört haben muss und der die Hunde getötet hat. Ja, wobei Mohammed ja sagte, dass Dämonen in ihnen sind. Ja, also er wollte alle Hunde töten. Dann sagte er, ich habe ein Video schon gemacht, Leute. Ich habe ein Video gemacht, warum töten Muslime Hunde. Ja, guckt euch das an, da erkläre ich ganz genau. Und dann müsst ihr, was Sache ist. Da wisst ihr ganz genau, warum Mohammed diese Muslime töten wollte. Seht ihr das ganz genau? Warum töten Muslime Hunde? So, was ich jetzt hier meine, ist Nietzsche zum Beispiel. Ihr müsst auch immer gucken in die Vergangenheit der Menschen. Nietzsche zum Beispiel, der war sehr am, Nietzsche 23, der war sehr am in Islam, sehr am Islam konzentriert, vor dem Christentum. Ja, der ist ja der ist nicht von Anfang an Christ, er wurde Christ. Anfangs hat er Muslim-Videos gemacht, ja, war eher für den Islam interessiert. Und gerade genau wie unser Bruder Abdul, genau wie unser Bruder war auch interessiert im Islam, in den Islam. Und gerade der Islam hat ja denen gezeigt, das ist doch total sinnlos hier, was hier los ist. Und gerade der den Koran lesen hat sie dazu überführt, Christen zu werden, weil sie gemerkt haben, der Koran ist ja mal total, ja, entspricht nicht meinem Geist, ja. So. Und da müsst ihr dann wissen, immer die Vergangenheit der Menschen. Bei mir zum Beispiel, ich will nicht immer, ich, bei mir zum Beispiel, ich gebe euch ein Beispiel bei mir, ich war ja auch Katholik früher. Und wo ich dann gemerkt habe, dass Katholizismus, ja nicht die Katholiken, der Katholizismus, die Gründer des Katholizismus, des Katholizismus und die heutigen, ihr seht es ja selber, ja, die Bischöfe, der Papst und wie sie dem Christen komplett widersprechen, ja, und so weiter, ja. Eigene Doktrin erfunden haben und bliblablub, ja? So. Und da ist es mir auch passiert. Ich war lange Katholik und dann, obwohl ich den Katholizismus abgelehnt habe, habe ich dann immer noch weiterhin den Katholizismus verteidigt, weil ich mal Katholik war und das noch immer
Wir sind zwar Menschen, aber wir müssen uns mal wirklich so vorstellen, unsere Festplatte ist immer noch nicht wirklich formatiert. Was heißt formatiert? Beziehungsweise unsere Festplatte hat immer noch nicht komplett die Datei Katholizismus oder Islam komplett gelöscht. Das ist bei uns, ist es immer noch irgendwo im Hinterkopf. Und dann passiert es, dass man sich anpassend, dass man anpassend darauf spricht, weil was man vorher selber war. Und das ist, denke ich mal, dass es bei Nietzsche 23 ist. Hier gibt man den Muslimen, hilft man denen, eine Ausrede zu finden, versehentlich, ja, zu sagen, ja, Mohammed hat doch bestimmt die Hunde getötet, weil, ja, blablabla. Nein, Leute, das ist ein ganz großer Fehler. Ich will nicht hochmütig klingen, ja, klingen, aber das ist ein ganz großer Fehler. Beruft euch immer nur auf die islamische Lehre, ja, denn dann passiert das nämlich ganz genau, wenn ihr sagt, ja, Mohammed hat bestimmt deswegen oder deswegen die Hunde töten lassen. Nur lesen, was in der islamischen Lehre steht. In der islamischen Lehre steht, ja, guckt mein Video an, warum töten Muslime Hunde, ja, da brauche ich das hier nicht großartig zu wiederholen, ganz kurz nur, in der islamischen Lehre steht nur, dass Mohammed, ja, auf Engel Gabriel wartete und wartete und wartete, aber er kam nicht, ja, er kam nicht und dann kam er auf einmal und dann sagte Engel Gabriel, ja, also Mohammed sagte, wo bist du denn, warum bist du nicht gekommen, ja? Ich habe auf dich gewartet. Und Engel Gabriel sagte, wir betreten keine Häuser oder ja, wo Hunde drin sind oder Götzen. Und was lesen wir davor? Wir haben nämlich das Problem, das ist, was ich meine. Ihr müsst den Islam mehr studieren, ist kein Vorwurf, dann könnt ihr die Puzzle zusammensetzen. Ja? Und da müsst, seht ihr, okay, weil die Suren ja nicht chronologisch angeordnet sind, sondern von der größten nach kleinen, müsst ihr die Puzzle zusammensetzen, der Suren. Und dann, was finden wir dann? Mohammed kam in die Behausung rein. Mohammed kam in die Behausung rein und sah Aisha mit einem Hund. Ja? Mohammed sagte, was, Aisha, was macht dieser Hund hier drinne? Ja? Und Aisha sagte, bei Allah, ich weiß nicht. Ja, und jetzt denkt mal nach, warum hat Mohammed so reagiert, weil ein Hund in seinem Haus ist und Aisha so sagt, bei Allah, ich weiß nicht, was der Hund hier drin macht. So ganz, ganz seltsam beide reagiert haben, warum der Hund da drin ist. Versteht ihr? Und da gehe ich genauer drauf ein in dem Video, guckt euch das an, warum töten Muslime Hunde. Da sage ich das knallhart. Ja? Und da sehen wir, wir haben nur diese zwei Verse. Ja? Wir haben nur diese zwei. Den Kontext, nur diese zwei Suren oder beziehungsweise die Verse von den Suren, die damit was zu tun haben, dann können wir nicht irgendwas anderes aus der Welt wissenschaftlich mit reinnehmen. Ja, die Hunde spüren oder haben irgendein Sensitiv auf irgendetwas oder bla bla bla, das mit reinnehmen in die Kritik, können wir nicht tun, weil wir damit sogar den Muslimen helfen, Argumente zu haben. Ja, und jetzt zum Beispiel, ja, ihr Christen, wieso sagt ihr, ihr sagt doch immer Turm Babel und Himmel, das ist doch nicht gut hochzugehen, warum will Gott, dass Moses zum Berg hochgeht, Jesus den Berg hochgeht, warum nach oben ist Gott nicht omnipräsent? Ja, hier sehen wir ganz klar einen Berg, ja. Auch wenn das jetzt kein Berg ist wie Mount Everest, aber du musst erstmal was erklimmen. Du musst erstmal was erklimmen. Ja? Hier sieht man ganz klar, bei Jesus ist was anders, er ist selber Gott, ja, Gott und Mensch. Aber bei Moses, man sieht zum Beispiel ganz klar, er muss selbst erklimmen von eigener Kraft heraus. Ja? Das sind viele Sachen. Dass er mit Gott alleine ist, nicht jeder hat das Anrecht. Nehmen wir mal an, Gott würde jetzt in diesem dunklen Licht, wie es ja steht, glaube ich, in den ersten Büchern in Genesis, steht ja in den ersten fünf Büchern Mose steht ja, der kam zum Beispiel Gott zum Beispiel in einem dunklen Licht. Ja, wenn ich jetzt hier wäre, ich jetzt hier Moses wäre, ja, zum Beispiel, und hier sind die ganzen Leute, 1000 Leute, Gott kommt, er will zu mir sprechen, ja, er will zu mir sprechen, ja. Und der will aber, und dann sagt er mir, komm auf den Berg. Der geht auf den Berg. Ja? Sagt mal jemanden, geh mal dem, folgt mir, sagt mal jemand, geh mal einen Berg hoch. Warum sollte jemand einen Berg hochklettern? Ja? Jemand bei 35, 38, 42 Grad in der Sonne. Ja? Da ist am Tag Sonne. Ja? Gibt keinen Schatten, wenn du einen Berg hochkletterst. Dort. Ja? Wir wissen, dass damals die Israeliten
Das Land war vorher kahl und die das erst bewässert haben, ja, und so gemacht haben, dass man Agrikultur machen konnte. Ja. Durch die Juden wurde das Land erst wirklich, ja, und vorher war das Land kahl. Ja. Und sagt mal jemand, geh mal auf den Berg. Versteht ihr, was ich meine? Da, keine läuft Moses hinterher im Berg hoch. Ja. Es gibt viele Sachen, warum Gott wollte, dass Moses auf den Berg hochgeht. Ja. Versteht ihr, was ich meine? Jetzt, das ist sehr simpel. Das ist hier sehr simpel. Aber das ist, was ich meine. Wenn wir über solche Sachen sprechen, geben wir den Muslimen noch mit Argumente, helfen denen, Argumente gegen unsere Religion zu bringen. Versteht ihr? Wenn ihr nicht wirklich in dieser Sache bleibt, ja? Wenn ihr Sachen immer mit reinbringt, Sachen mit reinbringt, ja? Versteht ihr? So. In einem anderen Video habe ich das mal viel besser angedeutet, viel besser über viel besseres Beispiel gegeben, wie fehlerhaft es sein kann. Das war jetzt einfach schnell mal so, ja, wie fehlerhaft es sein kann, wenn man andere Sachen mit reinbringt. So, wie gesagt, Hund, warum tötet Mohammed die Hunde? Ja, nicht, ja, die Wissenschaft sagt, die können irgendwie was spüren. Der Nachbar, wie Christian Prince zum Beispiel gesagt hat, Christian Prince hat gesagt, der Hund, der merkt schon, wenn du 500 Meter entfernt bist, da fängt er schon, ha. Ja, ihr müsst wissen, was ich von Caesar zum Beispiel gelernt habe. Beim Caesar ist eben, bei uns Menschen ist es halt eben Augen, Nase, nee, Moment, wie war das? Bei dem Hund ist es Nase, Augen, Ohren, ja? Und bei uns Menschen ist es Ohren, Augen, Nase, ja? Also unser Sinn Nase benutzen wir kaum, ja? Beim Hund müsst ihr wissen, wenn der Wind von da, wenn der Wind von links kommt, ja, und du 500 Meter entfernt bist, der riecht dich und natürlich zappelt er, weil er genau weiß, dass du kommst. Ja, aber wie oft, seht ihr, was ich meine? Das sind so Konstrukte von Menschen. Menschen konstruieren irgendetwas aus einer Situation heraus. Wenn man die ganze Situation aber wirklich mit einem, du kannst dich hinter einen Hund anschleichen hinten und dann den erschrecken und dann guckt er und dann bist du das, der Herrscher, und hat überhaupt keine Ahnung gehabt, dass du da bist. Das ist absoluter Schwachsinn, was euch die Leute erzählen. Das ist Wunschdenken. Ja, das ist, was ich meine. Dieses immer versuchen, gut dazustehen und hin und her. Nein, bleibt knallhart. Ja, bleibt knallhart. In der Bibel steht auch gar nichts davon. In der Bibel steht nichts von sowas. Ja. Wir finden in der Bibel sowas nicht, dass die Tiere irgendwie mehr besonders werden als wie wir. Ja, sie haben einen besseren Geruchssinn. Ja, wenn der Wind von hinten kommt, dann riecht er dich von hinten. Ja, 500 Meter weit, dann zappelt er rum, mein Herrchen kommt. Das ist doch klar. Ja, dann erzählen sie von irgendwas, von einem Sinn. Ja, wenn der Wind aber von vorne kommt, ja, und du schleichst dich von hinten an, der hat, ja. Der checkt, und nehmen wir mal an, das ist ein Teppich, der hört dich nicht und gar nichts, ja, und du schleichst wirklich hin, und dann erschreckst du ihn, der checkt überhaupt gar nicht, dass du da warst. Ach Gott, der hat doch einen Sinn, wieso hat er nicht einen Sinn gehabt, versteht ihr? Ja? Hier vergisst man komplett, dass das Geruchssinn ist, und das habe ich gelernt von Cesar Millan, beim Hund ist erst Nase, Augen, Ohren. Und bei uns Menschen ist Ohren, ja, wir sehen und wir sehen uns. Das Wichtige ist aber die Kommunikation, ja, die Hunde haben ja weniger Kommunikation, sie sprechen über Körpersprache. Es ist wenig Kommunikation, beziehungsweise der Hauptbestandteil der Kommunikation bei Hunden ist die Körpersprache. Aber wir sprechen ja durch das Reden. Darum Ohren, dann Augen, Emotionen, ja, und dann Nase. Nase ist bei uns die kleinste Information, die für uns wichtig ist. Wenn einer zum Beispiel kommt, ja, wenn er gut riecht, dann, oh, der riecht gut. Das war es aber an Informationen. Oh, der riecht gut, der wäscht sich, der ist sauber. Ja, oder hat Parfüm drauf. Das ist alles, was wir an Informationen entnehmen. Die Informationen, die wir entnehmen als erstes, ist Ohren. Was sagt er denn da? Wer ist das denn da? Was redet er denn da? Was haben wir über ihn gehört? Versteht ihr, was ich meine? Okay, das war jetzt ein bisschen zu viel drumherum, aber das ist wichtig, dass ihr das wisst. Denn beim Hunden ist es erst Nase. Ja? Ihr müsst euch vorstellen, was haben die bis 17.000 Mal einen besseren Geruchssinn als wir Menschen? Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht genau. Ich habe das mal studiert, aber ich habe das wieder vergessen. Das ist für mich auch nicht wichtig, das muss man nicht wissen. Ich will ja kein Biologe oder Veterinär werden oder sowas, ja? Dann ist es schon wichtig, nicht falsch verstehen. So, versteht ihr? Die liegen da und haben die ganze Zeit irgendwelche Gerüche und Gerüche und Gerüche und Gerüche und Gerüche. Ja, meine Hunde, die bellen
Und du siehst weit und breit und hörst weit und breit gar nichts. Die bellen 30 Sekunden. Und dann kommt erst jemand um die Ecke nach 30 Sekunden, weil die den riechen. Die haben einen bösen Geist jetzt bei dem gemerkt. Oh, haben die jetzt einen bösen Geist? Guck mal, ich zum Beispiel, die Leute, wir sind immer total erstaunt. Ja? Die Leute sind immer richtig erstaunt, wie kleine Kinder zu mir kommen und Hunde. Ja? Wenn die zu mir kommen. Und mich immer gleich umarmen und spielen. Manchmal ist mir das sogar peinlich. Manchmal ist es echt peinlich, wenn ich neue Freunde kennenlerne und dann die Kinder, die gucken mich so an. Und wollen mich gleich umarmen und gleich Onkel und sowas. Und manchmal schäme ich mich, denke mir so, wisst ihr, was ich meine? Ja. Und bin ich jetzt, haben die jetzt, sehen die jetzt in mir, ich bin irgendwas Besonderes, irgendwas bliblablub, ja? Ich sage euch ehrlich, wenn ein Hund zu mir kommt und mich angreift, ja, das Erste, was ich machen würde, wäre ihn töten. Ja, ihn sofort töten, weil er mich angreift. Ja, keine Angst haben. Wenn ihr Angst habt, das ist, was ich meine. Man hat immer Angst. Da versteht mich hier jetzt nicht falsch, aber dass ihr mal versteht. Der Mensch hat viel Angst vor einem Hund. Klar, der läuft auf seinen vier Beinen, sein Gewicht ist verlagert auf vier Beinen, hat einen riesen Kopf, hat einen riesen Maul. Das ist aber seine einzigste Waffe. Seine einzigste. Das ist seine einzigste Waffe, ja. Und wenn mich ein Hund angreift, würde ich sofort in die Offensive gehen, ja, und ihn sofort töten, ja, so schnell wie es geht, ja. Warum? So, und warum sage ich das jetzt hier? Ich laufe rum und trotzdem alle Hunde kommen und umarmen und schlappe mich ab und hin und her und hatte nie mit Probleme mit Hunden und wisst ihr, was ich meine? Normalerweise müssen die doch reagieren, oh Vorsicht bei dem Typ, wenn das stimmt, was euch die Leute erzählen. Oh Vorsicht, das würde mich sofort töten, ja, wenn sie doch irgendwas spüren. Warum spüren sie das nicht? Warum kommen sie zu mir? Ja? Oder versteht ihr, was ich meine? Das ist Wunschdenken von den Leuten. Das ist weltliches Wunschdenken, das müsst ihr rausbekommen. Das ist, was ich meine, genau wie mit dem Katholizismus. Ja, weil ich lange Katholik war, hatte ich auch noch dieses Verteidigen der Katholiken. Obwohl ich das schon längst abgelehnt habe. Wenn Leute, ja, und jetzt verteidige ich überhaupt keinen mehr, die Katholiken. Ja? Überhaupt nicht mehr. Ja? Das ist eine Zeit. Und nicht, ich zum Beispiel, ich bin ja Christ, seitdem ich ein kleines Kind zum Beispiel bin. Und ich habe das Katholizismus schon lange abgelegt. Und bei Nietzsche weiß ich jetzt nicht genau, wie lange bei ihm das noch war, dass er den Islam studiert hat und überlegt hat, Moslem zu werden. Soweit ich weiß, wollte er sogar Moslem werden. Dann hat er gemerkt, das ist ja mal überhaupt nicht sein Geist. Dann wurde der Christ. Ja. Und dann müsst ihr sehen, dass dann diese Menschen durch dieses vorherige Bild dieses Bild noch ein bisschen mitverteidigen versehentlich. Wisst ihr, was ich meine? Obwohl dieses Bild sofort zerschlagen. Ja? Das ist zum Beispiel wie der Bruder von Amir. Der Bruder von Amir sagt das auch ganz klar. Der Reza sagt ganz klar, ja, unser Gott, ja, duldet überhaupt nichts, gar nichts von anderen Sachen und blablabla. Der duldet das überhaupt nicht und wir tun den Honig uns im Mund schmieren, ja. Der geht ja noch krasser ab als wie ich. Ich jetzt nicht in der Wortwahl bin ich ja manchmal ein bisschen schlecht, das gebe ich zu, ja. Aber er ist eher sachlich und konkret und gut ausgesagt, ja, ist noch viel krasser, ja. Sagt doch stopp und blablabla. So, und das ist, was ich meine. Bleibt in eurem Glauben. Und wenn ihr einen anderen Glauben kritisiert, bleibt komplett in deren Lehre. In deren Lehre. Bringt nichts von Wissenschaft mit rein. Bringt nichts von der hat gesagt, jenes hat gesagt. Ja? Gestern habe ich zum Beispiel ein Video gemacht, da habe ich so ein bisschen gesprochen. Ja, mit weinet nicht und klagt nicht, folget mir nach. Und da sage ich das ganz klar. Hört nicht, was der gesagt hat, hört nicht, was jener gesagt hat. Hört, was Jesus Christus sagt. Wenn ihr eine andere Religion kritisiert, dann hört, was deren Prophetin, deren Gott gesagt hat. Ja? Nicht, was deren Imam sagt, was deren der sagt oder deren sie jenen sagt. Und genauso wie bei mir, ich sage von Anfang an in meinen Videos, hört nicht, was ich sage. Ich sage immer, wer dem Menschen vertraut, sei verflucht. Ja? Wie können wir machen? Nämlich Fehler. Ja? Wir können versehentlich Fehler machen, aus menschlichen Schwächen, das ist nicht aus dem Herz unbedingt heraus. Ja? Und da müsst ihr eben aufpassen. Deswegen bleibt in der Lehre. Was hat Mohammed über die Hunde gesagt? Ja, sie sind verflucht, sie sind unrein und die Menschen haben gesagt, aber Mohammed, wir brauchen die Hunde zum Jagen und um die Viehherde zu verteidigen. Und dann hat er gesagt, ganz klar, okay,
verschont, ihr könnt die weißen Hunde und die gelben Hunde verschonen, doch die schwarzen tötet. Da sind Dämonen drinne. Ja? Also wie, das ist ja dann widersprüchlich, wie kann der Hund ja böse Geister oder schlechte Menschen empfinden, wenn er doch selber laut Mohammed selber einen schlechten Geist in sich hat. Versteht ihr? Das ist, ja, Christian Prinz hat das gesagt, Nietzsche 23 hat das gesagt, das ist aber eigentlich falsch. Ja? Wie gesagt. So, gut, ihr Lieben, das war's eigentlich schon. Immer aufpassen. Aufpassen, dass ihr den Muslimen nicht hilft, Kritikpunkte in unserem Glauben zu finden, wobei das kein Problem ist, weil wir das beantworten können. Das ist kein, nur wir verlieren dann Zeit. Die tun schon seit 1400 Jahren unsere Religion kritisieren mit denselben Fragen und wir tun nach 1400 Jahren deren selben Fragen heute immer noch beantworten. Wir fangen heute immer noch auf diese Dämonen rein, weil sie uns die Zeit entnehmen wollen. Satans größter Trick ist, ja, uns den Menschen zu verheimlichen, dass er existiert. Ja, erstens mal. Und zweitens will er die Endzeit so schnell wie möglich. Wie kommt die Endzeit so schnell wie möglich? Wenn eben natürlich die Christen und die Juden so schnell wie möglich am wenigsten werden. Die Zeit der, ja, wo halt wenige Gläubige sind. Und das ist, wie Satan wirkt. Ja, das müsst ihr wissen. Und die wollen euch eure Zeit klauen. Ja. In 1000 Jahren werden die Leute noch immer noch fragen, ja, wieso sagt Gott, wieso tut Gott, ja, wieso tut Jesus zu Gott beten, wenn er doch selber Gott ist? Noch in 1000 Jahren werden die das sagen. Also nehmen wir mal an, die Endzeit kommt noch nicht, nur mal angenommen, ja. Die werden euch immer noch fragen, ja, wie kann Jesus essen, ja, und auf Toilette gehen, wenn er doch Gott ist, ja. Das werden die noch in 1000 Jahren machen, ja. Und bis heute sagt euch das keiner, außer ich habe das von niemandem bisher gehört. Ich bin der Einzige, der das bisher sagt, dass diese Leute euch eure Zeit klauen wollen. Oder habt ihr das schon mal von irgendjemandem gehört? Weil ihr nicht darauf kommt. Seht ihr? Ihr kommt nicht darauf. Ja? Und das ist, was ich meine. Gut, ich habe einen Vorteil, ich bin seit kleines Kind Christ. Ja? Ich bin immer noch böse, schlecht, ja, gebe ich zu. Aber ich kann euch eins sagen: Wenn ihr von kleines Kind Christ seid und euch wirklich euer Leben lang mit Gott befasst habt, ja, und euch Sachen passiert sind dann, und ihr Sachen gesehen habt, dann gut, ist vielleicht ein Vorteil, aber ich sage euch, Leute, ja, Satan ist sehr tricky. Er ist sehr tricky, ja, und ihr müsst seine Tricks verstehen und sie umgehen. Nicht darauf reinfallen, ja? Und der Gott in der Bibel, der warnt euch und sagt, klopft euch den Staub ab und geht, denn ihr werdet Zeit verschwenden. Ihr lernt das im Alten Testament. Und das ist, was ich euch immer sage, liebe Geschwister. Jesus hat nicht das Alte Testament abrogiert. Ich bin gekommen, Altes und Neues zu vereinen. Und die Menschen sagen euch, lest es ab Johannes, lest es ab dies und das und das. Leute, der Alte Testament, im Alten Testament lernt ihr, ja, den Feind zu erkennen, ihn zu umgehen, ihn zu verlassen. Da lernt ihr Stärke, Härte. Da lernt ihr nicht die Zeit zu verlieren. Da lernt ihr das, ja, nicht Zeit zu verlieren bei Menschen und euch noch selbst in Gefahr zu begeben. Ja, ihr begebt euch noch in Gefahr, weil ihr versucht und versucht und versucht. Und der Vater sagt, geh und klopf dir sogar den Staub ab von den Schuhen. Weil dieser Ort böse ist. Du sollst davon nichts mitnehmen, nicht mal den Staub auf deinen Füßen. Das ist natürlich, ja, wie das hier Gott meint, ja, ganz klar, du sollst von dort nichts mitnehmen. Ja? Nicht mal den Staub auf deinen Füßen. Versteht ihr das? Und das sollt ihr nicht lesen. Ja? Und das ist, was ich meine, diese Direktheit, diese Härte, ja. Das ist dann halt, dann habt ihr eben ein Problem, dann habt ihr eben nur wenige Abonnenten, wenige Freunde, wenige dies und das, weil ihr eben wirklich strikt seid. Wenn ihr versucht, für jeden gut da zu sein, der eine sagt, wenn ihr versucht zu sagen, ja, Katholizismus ist so und so und so und dies und das, aber seid 7 Adventisten und bla 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 und für jeden gut dazustehen, dann habt ihr mehr Abonnenten, ja, und habt ihr mehr Freunde, ja, aber würdet ihr dann in den Himmel gehen, ja, weil ihr das versucht, aus falscher Liebe heraus zu euren
falsche Nächsten, weil das in dem Moment falsche Nächsten sind. Eure echten Nächsten sind die, die nur Jesus Christus nachfolgen und Jünger Jesus Christus sind. Denn die Katholiken, die sieben Adventisten, wer sind die sieben Adventisten? Die sieben Adventisten lesen ein Buch, eine Auslegung einer Frau, wo die Frau in der Gemeinde schweigen soll und den Mann fragen soll. Seht ihr, die Frauen könnten jetzt sagen, was ist das für einer? Ich liebe die Frauen, ich würde mein Leben geben für die Frauen. Ja, aber das ist, was dann man immer gleich falsch versteht. Ja, diese Härte, ja, wird vielleicht eine Frau denkt zum Beispiel, ja, guck mal, der wieder redet. Ich soll schweigen den Mann fragen. Ja, Entschuldigung steht doch in der Bibel. Ja, wenn ich jetzt aber mich nicht so gestrickt sein, so wie der Vater das sagt, soll ich bitte zum Vater sagen, ja, Entschuldigung, ich wollte halt eben nett mit den Frauen sein. Ja, seit was? Das ist dein Gott. Erst kommt Gott, dann kommen die Frauen. Also, ja, es kommt Gott, dann kommen die Menschen. Ja? Schaut mal meine Abonnenten, ich habe wenige. Ich weiß, weil ich halt eben so drauf bin. Aber na und? Ja? Ich werde niemanden Honig um den Mund schmieren, den Muslimen nicht noch helfen, unsere eigene Religion zu kritisieren, ihnen Argumente zu geben, ja? Und auch noch Argumente für ihre eigene Religion verteidigen zu können. Ja? Ihr hilft ihnen, ihre eigene Religion zu verteidigen, wenn ihr solche Sachen sagt. Deswegen, ja, Entschuldigung, das viele drumherum, bleibt in der Lehre des Islams, wenn ihr euch darüber Gedanken macht. Nur schaut nur, was von mir aus die vier Rechtsschulen gesagt haben, ja, von mir aus, was Mohammed selbst gesagt hat, Engel Gabriel, und Allah, der Rest, was ein Imam sagt oder was ein Wissenschaftler sagt oder sonst was, juckt keine Bohne. Ja? Interessiert nicht. Denn dann macht ihr Fehler, ihr lässt euch darauf rein, macht Fehler und dann passieren solche Sachen wie Nietzsche und Christian Prince, dass die beiden gesagt haben, ja, Mohammed hat wahrscheinlich die Hunde töten lassen, weil sie so ein... Weil sie halt eben ein Gespürnis haben für das Böse. Und Mohammed war ja böse und die Hunde haben das gespürt und es hat Mohammed gestört. Deswegen wollte der Mohammed, dass die Hunde töten, weil es ihn störte wahrscheinlich, dass die Hunde ihn als angebellt haben oder sonst was, weil die gemerkt haben, er ist böse. Das sagt Christian Prince und Nature 23. Ja? Und das ist jetzt, was ich meine, jetzt kann passieren, dass die Muslime das als Ausrede nehmen. Weil wir Christen selbst ihnen diese Ausrede noch beigebracht habe. Ja? Jetzt könnte man sagen, ja, aber dann würden sie sich ja selber widersprechen, ja? Weil dann würden sie ja zugeben, Mohammed wäre böse. Nein, ja? Sie werden dann schon irgendeine Takia dazu erfinden, die Sätze umändern, um das so darzustellen, dass es für sie passt. Ja? Und ihr habt den Anfang gegeben. Ja? So wie Mohammed das gemacht hat, die Bibel, die Verse kopiert, ja? Bisschen geklaut und dann umgedreht, wie es für sie passt. Und das machen die Muslime mit der Takia. Ja? Zum Beispiel, die werden dann sagen, ja, Mohammed, der hat gesehen, ja, das hat ihn gestört, die Hunde, dass sie irgendeinen Sinn hatten und werden das dann umdrehen, irgendwie so, dass es für sie passt. Ja, das Engel zum Beispiel, ja, Engel Gabriel, genau, hier sehen wir es ja, ja, dass angeblich Engel Gabriel nicht kommt, wenn Hunde da sind. Seht ihr? Umgedreht so, wie es für ihn passt. Ja, seht ihr? Und in Wirklichkeit ist es, weil Mohammed Aisha mit einem schwarzen Hund gesehen hat. Ja, warum weiß ich, dass der Hund schwarz ist? Guckt das Video an. Warum töten Muslime Hunde? Ja? So. Gut, ihr Lieben. Bleibt bitte strikt. Ja? Haut's rein. Habt einen wundervollen, wunderschönen Wochenende. Meine liebe Schwester, ich hab an dich die ganze Zeit über gedacht, über deine Taufe. Ich habe auch in der Community mit Christian Prince auch geschrieben gehabt, dass eine Schwester Christin wurde, dass sie für dich beten sollen. Und ich bin wirklich sehr glücklich. Ich denke fast jetzt, also jeden Tag habe ich daran gedacht, ich hoffe, du bist glücklich. Schreib's mal oder machst ein Video oder sowas oder wie das denn so war und erzählst uns ein bisschen so im Comment oder sowas, wie deine Taufe war. Das wäre wirklich schön. Ja, gut, ihr Lieben. Haut's rein, ne? Ciao.